Abfahrtsklassiker in Gröden wäre heute sicherlich nicht dieses ultimative Skirennen, hätte es vor 50 Jahren nicht einen Visionär gegeben. Anton Demetz hatte sich Anfang der 60er Jahre gegen scharfe Kritik und viel Gespött durchgesetzt und 1963 die erste Gondelbahn hier im Grödener Tal bauen lassen, die Schitschederbahn. Parallel hat er auch ein Gasthaus zum Hotel umgebaut, war der erste hier in diesem Tal, der das gewagt hat, und somit war der Startschuss auch für den Grödener Hof gefallen. Heute ist der Grödener Hof hier mit 5 Sternen Gourmet-Restaurant, einem riesen Wellnessbereich, sicherlich Wegbereiter, was die Gastronomie und die Unterbringung angeht. Aber man ist auch immer wieder dabei geblieben, hier dieses Skigebiet weiter auszubauen, zu diesem riesigen Skigebiet Dolomiti Super-G, wo eben auch die Saslong-Piste dazugehört, wo hier eben das dritte Abfahrtsrennen der Saison gleich gestartet wird. Tja, also der Klassiker in Gröden, natürlich mit vielen, vielen bekannten Namen, aber einer ist nicht mehr als Rennfahrer dabei, aber er hat trotzdem viel hier mit zu bewegen und vor allem viel zu erzählen. Das ist Didi Küsch. Wir sind in Val Gardena hier im Moment am Start und ich möchte euch ein paar Schlüsselstellen zeigen. Natürlich die Kamelsprünge oder die Kamelhügel und die Schasslattwiese. Das ist ein sehr interessanter Teil der Abfahrt hier. Wir nennen es Kamelhügel, weil es so kamelhügelartig auch ausschaut. Im Prinzip sind das 3 Hügel und wenn man es schafft, vom ersten abzuheben und erst beim zweiten, hinter dem zweiten zu landen, dann hat man den schnellsten Weg gewählt. Man braucht dafür so ungefähr 125 bis 130 km/h, mindestens 50 Meter Weite. Aber letztendlich ist es ein einfacherer Sprung, meint Didi Küsch, weil es geht in dieselbe Richtung, es geht geradeaus, aber man braucht auf jeden Fall viel, viel Mut trotzdem, weil man sehr große Höhe hat. Bis zu 8 Meter Höhe wird hier erreicht. Und dann muss man sich also auf die nächste Sektion sofort konzentrieren und das ist dann die Schasslattwiese. Also das hier ist jetzt die Schasslattwiese. Sie ist sehr, sehr technisch. Es ist sehr, sehr wichtig, hier eine gute Linie zu finden. Danach geht es auch runter ins Ziel. Man muss versuchen, teilweise Wellen zu überspringen, teilweise Wellen wegzudrücken, teilweise zu umfahren. Man muss die Richtung genau treffen, sonst wird man komplett durchgeschüttelt oder teilweise abgeworfen. Tja, die Schasslattwiese, die sich heuer in einem Zustand präsentiert, der sehr, sehr bucklig ist. Das erinnert eher an eine Buckelpiste, weil der Schnee ist natürlich nicht sehr viel hier und deswegen kommen die Buckel auch noch mehr zur Geltung. Also, sehr technische Abfahrt, sagt Didi Küsch, und das werden wir auch gleich erleben. Herzlich willkommen aus dem wunderschönen Val Gardena. Herzlich willkommen bei einer Leistung, die wir gleich vorneweg würdigen müssen, weil auch hier hat es noch nicht sehr viel geschneit, ein bisschen gezuckert eigentlich. Und was hier vollbracht wurde, dass hier heute ein Abfahrtsrennen stattfinden kann, ist fast unglaublich, fast unmenschlich. Guido Heuber sagt Servus und Hallo zusammen mit Urs Lehmann, der sich auf diese Piste selbstverständlich freut und natürlich auch auf einen Überflieger in diesem Jahr. Mein Name ist Chetil Jansrud. Die beiden ersten Abfahrten gewonnen. Wir sind gespannt, auch noch ein Super-G gewonnen. Wir sind gespannt, wie er sich hier beim ersten Rennen in Europa schlägt. Ja, sagt selbstbewusst auch hier. Es ist das erste Jahr, wo er komplett ohne Rückenprobleme im Sommer trainieren konnte. Weiß aber auch nicht wirklich, was los ist. Auf einmal fährt er allen davon, gewinnt, wie du gesagt hast, der Super-G und Abfahrt fast im Abonnement. Das ist wieder der bekannte Knoten, der sich auf einmal lösen kann. Und dann reitet man eigentlich eine Erfolgswelle. Er war schon lange als Talent angekündigt, immer wieder gute Resultate. Und wenn man sich dann mal eine Saison wirklich ohne Zwischenfälle vorbereiten kann, dann kann es passieren, dass man zum Dauerbrennen auf dem Podium wird. Insgesamt sind hier heute 62 Starter mit dabei, 9 Österreicher, 4 Deutsche, 8 Italiener, viele aus der Region, unmittelbar eigentlich hier zu Hause, und 11 Schweizer, also ihr mit dem vollen Paket am Start. Ja, die Schweizer haben natürlich auch noch 3 Plätze im Grundsatz aus dem Europacup. Wie Sie wissen, kann man vom letzten Jahr, wenn man im Europacup-Gesamtklassement in Rängen 1 bis 3, gibt einen Fixplatz im Weltcup. Und die Schweizer waren letztes Jahr recht gut im Europacup.
Ja, und deswegen eben also hier mit zwei Startern mehr als sogar die Österreicher mit im Gepäck haben. Ausgeflaggt hat Hannes Trinkl hier wieder, also der ja in diesem Jahr neu bei der FIS dabei ist, hat den Kurs auch etwas neu gestaltet, etwas direkter, etwas runder. Die Sprünge gehen etwas weiter, hat er mir gesagt, aber sind einfacher zu landen. Wir haben es uns ja heute auf der Piste angeschaut. Es ist phänomenal, was geleistet wurde. Und ich bin gespannt auf diese Monstersprünge heute. Ich meine, die haben das Erbe von Günther Hujara angetreten. Das war sicherlich nicht einfach. Aber was die beiden uns bieten, ich habe es noch beobachtet bei den Kamelbuckeln. Da waren sie um 11 Uhr noch mit der Hacke und mit der Schaufel und haben Zentimeter, dass es wirklich einen Tisch gibt wie zu Hause bei ihnen. Die machen wirklich einen tollen Job und engagieren sich auch. Hannes Trinkl war selber Weltmeister einmal. Die beiden wissen auch, wovon sie sprechen und was sie tun. Tja, das wissen hier die vielen, vielen Fans, die angereist sind, selbst an einem Freitag auch. Der Erste, der jetzt oben stehen, ist Jan Hudek, der in einer Minute starten wird. Es ist Traumwetter, es ist, man möchte sagen, fast Traumtemperatur, nämlich fast exakt 0 Grad, ein bisschen Plus, ein bisschen Minus, je nachdem, wo man ist. Wir sind oben am Start auf 2250 Meter und es geht fast 900 Höhenmeter jetzt nach unten. Start zur dritten Abfahrt dieser Saison in Gröden. Insgesamt die Strecke, die bewältigt werden muss, sind 3446 Meter bei der Abfahrt in Gröden. Der Erste, der das probiert, ist Jan Hudek und Urs Lehmann schaut sich diese klasse Strecke an. Perfekte äußere Bedingungen, du hast das schon angekündigt. Gröden ist ein Klassiker seit Jahrzehnten. Der obere Teil, da geht es gleich weg. Hier eine kleine Kompression, Kurve und dann kommt ein erster Weitersprung. Rund, ja, der geht jetzt heute nicht so weit. Dann kommt der sogenannte Looping, heißt auch so Del Muro. Der ist ganz wichtig, dass man kompakt bleibt, weil da geht es in eine Fläche aus. Jetzt kommt er gleich wieder zu einer Welle. Hier ist es sehr unruhig, weil wenig Schnee liegt. Da muss man so kompakt bleiben wie möglich. Hier oben ist das Material natürlich auch sehr wichtig. Wie gesagt, Jan, möglichst tief den Kopf, Luftwiderstand, das zählt. Dann kommt die Anfahrt auf die Mauer. Auch hier sehr unruhig. Sie werden gleich sehen, wie es schlägt. Dann der erste Sprung rein in die Mauer. Hoch, das ist etwa 2 Meter hoch, kein Problem. Die Mauer, die ist viel direkter gesteckt als früher. Hier noch ein Sprung, Mitte drin. Und jetzt kommt die Anfahrt hin zu den Kamelbuckeln. Wir haben schon gesehen, Didier Küsch hat uns das wunderbar erklärt. Erster Sprung drücken, da hat man nur Leichtluftstand. Und jetzt schön drüber. Oh, das war weit. Der ging im Training bis fast zu 80 Meter und das ist bei ihm auch so. Da stimmt etwas nicht. Der hat sich wehgetan. Der hat sich wehgetan über die Kamelbuckel. Nichts passiert. Sie sehen, er entlastet das rechte Bein. Mein lieber Freund, ich hoffe, da ist nichts passiert. Also Start Nummer 1 und der erste Ausfall mit Jan Hudek bei einem Riesensprung. Der Rekord über die Kamelhügel ist von Michi Walchhofer bei 88 Meter aufgestellt worden. Und das war ungefähr in dieser Weite auch heute. Hoffentlich, Jan, ist das gut gegangen. Ja, da befürchte ich auch die Bewegung hinten runter nach dem Sprung. Wir drücken ihm die Daumen. Auch einer, der immer wieder Rückenprobleme hat, vielleicht auch da irgendwie eingefahren. Silvan Zurbriggen mit dem Losglück einer frühen Nummer, was sicherlich heute nicht schlecht ist. Das ist sicherlich gut, wobei hier in Gröden weiß man nie so genau. Im Grundsatz bin ich gleicher Meinung. Für ihn natürlich auch nicht ein Heimrennen, aber er hat wunderbare Erinnerungen hier. Abfahrt gewonnen. Vor ein paar Jahren, wann war es ganz genau? Ich schaue nach. 2010, 2010. Ja, genau. Vor 4 Jahren. Dann kommt man immer wieder gerne dahin, wo man mal gewonnen hat. Sein einziger Sieg in der Abfahrt. Nach dem Materialwechsel hin zu Het, Ende letztes Jahr gut über den Europacup sich qualifiziert, zu Beginn der Saison gut gefahren, 12. Rang, 19. Rang und hier will er natürlich noch mehr. Schauen wir jetzt an, geht hier an dieser Gaststation vorbei und dann Anfahrt auf die Mauer. Gut gefahren, ist etwas tief, aber bleibt am Ski, lässt es laufen, das ist wichtig. Kann man hier auf dieser Strecke auch, hier ist es, wenn man mal 2 Meter weg ist von der Linie, dann einfach laufen lassen. Kamelbuckel. Drücken und abziehen. Ja, der drückt sogar auch. Boah, kompakt, gut.
Weiter Sprung. Und jetzt Konzentration, gerade der Einstieg in die Schasslattwiese ist schon entscheidend, Urs. Ist nicht ganz so schwierig wie in den letzten Jahren. Er driftet leicht an, erste Welle. Früher hat man hier übersprungen, das muss man ganz sauber drücken, weil die Wellen zu weit auseinander sind. Man sieht leichte Probleme, da muss man aus den Knien raus ganz gut spielen. Hier überspringt man. Wunderbar gemacht, diese zweite Kurve und jetzt Ausfahrt Schasslatt in den Kanal rein, etwas von hinten, weil da kommt noch mal ein Buckel. Oh. Ja, genau, mein lieber Freund, den Buckel. Das wusste man, aber es ist ein Zeichen, dass er gut unterwegs ist. Zielhang und hier wird es eisig. Wo es oben griffig ist, sauber zu fahren, ist es hier eisig und sehr hohe Tempi. Da wird es nur noch schneller über diese 118 hinaus. Jetzt noch mal ein letzter kleiner Hupfer und wir haben die erste Zeit unten, knapp 2 Minuten von Silvan zur Bricken auf einer Piste, die sich phänomenal präsentiert. Und ich hatte vorhin mit Hannes Reichelt viel gesprochen, gerade über die Schasslatt. Und er hat gesagt, es gibt keinen Fahrer, der fehlerfrei durch eine Schasslatt durchfahren kann. Und das sehen wir hier, es ist ein Zaubern. Ja, das ist immer wieder eine Herausforderung, diese Strecke für alle Fahrer. Zuerst die Kamelbuckel. Weiteste Sprung mit dem höchsten Luftstand, dann die Schasslatt und unten raus sind die Beine schon müde. Ist wirklich ein Riesenklassiker im Weltcup. Georg Streitberger muss versuchen, jetzt langsam auch wieder so auf Zug zu kommen, wie es im Super-G vielleicht schon ein bisschen in die Richtung geht. Sonst die Ergebnisse nicht ganz so von in dem Bereich, was man sich vorstellt. Oben gleiten kann er, ist klar, aber jetzt gilt's. Da ist er sehr tief, das hat mit Garantiezeit gekostet. Mauer. Gut, etwas direkt aus Zurbricken, das gefällt. Entsprechend springt er weit rund im zweiten Teil der Mauer, aber das ist kein Problem. Leicht hinten. Wieder sein Riesensprung. Hast das gesehen? Der war leicht zu weit hinten mit dem Schwerpunkt. Hier, das ist ein Sprung. Der kleinste Fehler kann fatale Auswirkungen haben. Meine Freunde, konzentriert euch. Fährt direkt da rein, kommt dadurch etwas tiefer. Andere Linie als Zurbricken. Wir werden sehen. Ist das schneller? Dieses Durchrütteln in der Schasslatt auch heuer noch extremer, weil eben wenig Schnee da ist. Damit kommen die Bodenwellen noch mehr raus. Er ist zurück. Hat hier viel Zeit verloren. Schon die Einfahrt Schasslatt. Auch hier weg von der Linie. Weg von der Linie. Das ist nicht so schlimm, weil da ein Gegenhang ist. Wir sehen das nicht richtig am Fernseher. Aber es ist im Grundsatz ist wie im Bobfahren. Da lässt man sich einfach auftreiben. So, und jetzt Volldampf geradeaus, aber jetzt gibt es keine Kurve mehr, jetzt geht es nur noch voll runter mit 140, 150 Sachen, die dann unten im Ziel erreicht sind. Klar, dass er im Moment hinten liegt, Georg Streitberger deutlich hinter Silvan Zurbrücken, also zurück. Ausgepumpt am Ziel, diese Strecke fordert wirklich alles von den Jungs. Und dann ist es auch noch dunkel, da sieht man nicht mehr so viel hier, das müsste die Schasslatt. Sein sieht man auch, wie die Jungs durchgestreckt werden. Diese Wellen haben schon 1,5–2 Meter Höhe von der einen zur anderen Welle. Ja, Silvan ist jetzt noch völlig ausgepumpt. Ja, das ist auch mehr als verständlich auf dieser 22-Schanzentournee, die in einer Abfahrt in 2 Minuten bewältigt wird. Urs, Preisfrage, ich löse das unten im Ziel dann auf. Es gab eine Studie, man hat gemessen, wie viele Sekunden die Athleten in der Luft auf dieser Strecke sind. Also, schätz mal, ich löse es dann unten auf. 2 Minuten Fahrzeit, wie lang ist der Athlet in der Luft? Mensch, jetzt forderst du mich wieder ohne Ende. Ich schätze mal, das wird... Müsste zwischen 20 und 30 Sekunden sein, hätte ich gesagt. Ich lese es gleich auf, auch wenn Sie da zu Hause vielleicht noch ein bisschen weiter raten wollen würden. Es sind 38 Sekunden im Schnitt, die man in der Luft ist, ja. Bei 2 Minuten Fahrzeit. Das ist irre. Das ist beinahe ein Drittel und ich habe mich vertan im Schätzen. Ja, aber nur knapp. Naja, lassen wir so stehen. So. Schauen wir Varetoni an, der auch schon eine Sekunde drauf bekommen hat. Ja, das ist viel. Fährt auch sehr direkt rein. Die Kurve nicht sauber über dem Ski. Driftet immer wieder an, auch hier in der Schasslatt. Sie sehen das von zu Hause aus, warum er eine Sekunde auf dem Buckel hat. Tja, auch von der Körpersprache nicht so souverän. Immer wieder auf. Mensch. Da haben aber alle Probleme jetzt da an der Stelle. Ja, der geht weiter als im Training. Ich meine, die sind 2,5 Zurbrücken, war rund 3 Sekunden schneller als im Training. Und da kommt man schneller hin zu diesen Wellen, zu diesen Sprüngen. Die gehen dann entsprechend weiter und die scheinen da etwas überrascht. Ich gehe davon aus, dass die Trainer nach oben funken werden und sagen, Jungs, passt auf, Zähne zusammenbeißen nochmal. Apropos Training, es hat ja nur dieses eine Training gegeben. Reicht das so früh in der Saison überhaupt? Schaut dir, wie laut das ist. Schaut dir das an. Wir können schon lachen hier von der Kabine aus.
Ja, da sieht man mal, was da abgefordert wird. Ein Training genug auf so einer schweren Piste? Ja, das ist immer so eine Gretchenfrage für diejenigen, die älter sind, mehr Erfahrung haben. Ich nehme jetzt einen DeFago, der ist hier seit 15 Jahren dabei, überhaupt kein Problem. Für die Jungen, die zum ersten Mal dabei sind, und da haben ja die gerade großen Nationen, Österreich, Frankreich, Italien und auch die Schweiz einige dabei, ja, wäre schon gut, wenn man zwei hätte. Ja. Romet Baumann, Tja, 21, 25, die Ergebnisse in der Abfahrt heuer. Oben sehr gut dabei gewesen über diese Gleitpassage, ja, wo der Grundstein gelegt werden muss. Aber hier schon wieder auf Abwägen. Wir drücken alle dem Romet die Baumann, so ein netter Kerl, der kann es eigentlich auch, aber Sie haben schon gesehen. Der steht nicht so sicher am Ski, Moment, leicht verunsichert. Diese Rutsche, Querstelle, das kostet Zeit. Ich bin auf die nächste Zwischenzeit gespannt. Ja, man sieht, da verliert er. Der ist weit gesprungen, schon beim ersten. Aber das ging sich aus. Ja, ja, das ist dann kein Problem. Aber die erschrecken ja dann schon beim ersten, ja, weil der so viel weiter geht wie im Training. Und dann über den zweiten, naja. Vorsprung ist weg und jetzt kommt ja das Herzstück dieser Abfahrt, ja, drauf. Er hat übersprungen. Er hat übersprungen. Absoluter Fehlentscheid. Das weiß man mit den, zumindest mit den Schweizern habe ich dazu gehört, haben gesagt, die sind zu weit auseinander, kann man nicht überspringen, das Risiko zu groß. Wenn das Timing nicht stimmt, bist du weg und er ist weg. Schauen Sie sich die Zwischenzeit an. Auch er seine Probleme hier bei der Ausfahrt, Schaslatz. Auch wieder ausgehoben worden, Linie verloren, der Speed ist weg, es wird also noch mehr werden leider. Völlig von der Rolle, man sieht das auch, der Körpersprache, die er da gezeigt hat aus Fahrtschaftlatt. Schade, oben sehr gut, aber das wird wiederum kein Top-Top-Resultat für den Romet, befürchte ich. Silvan Zurbriggen immer noch das Maß der Dinge mit 1,57,40, 6 Zehntel vor Streitberger, 66 vor Romet gerade gesehen und jetzt schon der nächste Schweizer, der gut unterwegs ist, heuer schon. Hier sehen wir nochmal, Entschuldigung, wenn ich das sage, das ist einfach Chaslat, viel zu weit gesprungen. Das darf er nicht eingehen, das Risiko, das ist taktisch sehr unklug und ganze Vorsprung weg. Aber du hast gesagt, schauen wir den nächsten an. Sandro Villetta, 12. gewesen in Beaver Creek, was ja so ein bisschen ein Gradmesser sein mag, weil Beaver Creek ja auch eine sehr, sehr schwere Abfahrt ist. Das ist richtig. Er allerdings eher ein Leichtgewicht, wenn man so will. Er hat es gerne, wenn es technisch schwierig ist. Und hier im oberen Teil überrascht er uns alle sehr positiv. Ein Flachstück, da ist er auf Tuchfühlung. Hat er sogar beste, oberste Zwischenzeit. Ich hätte jetzt mal vom Schiff aus gesagt, es gibt Abfahrten, die er mehr mag als diese. Aber wo steht der? Halbe Sekunde, das ist noch okay. Sauber, weit gesprungen, bisschen bei der Landung eingesetzt. Der Bursche, der gerade mal 80 Kilo auf die Waage bringt, deswegen sprichst du von einem Leichtgewicht. Andere haben 100 drauf. Das ist so. Fährt hier technisch sehr direkt rein. Das kann er, bleibt sauber am Ski. Sehen Sie jetzt, der drückt es. Eng reingefahren, überspringt hier. Wäre auch nicht nötig gewesen, weil es verhaut ihn gleich nachher. Hier muss man überspringen. Das ist klar, das ist auch kein Problem. Wunderbar, hier diese Strecke anzuschauen. Durch den wenigen Schnee, du hast es gesagt, ist sie sowas von spektakulär. Selbst hier unten sagenhaft. Wirklich saugut. Du, fünf Fahrer, fünf verschiedene Linien, fünf Fahrer, alle mit Problemen, kein fehlerfreier Lauf. Das ist ganz einfach Gröden. Das ist Gröden, hervorragend. Das ist Abfahrtsport, wie wir ihn sehen wollen. Das ist Spektakel pur. Spektakel pur, jetzt mit dem zweiten von 11 Schweizern im Ziel und jetzt aufpassen. Wir werden natürlich jetzt gleich noch mal ein paar Zeitlupen sehen und dann genau verstehen, warum eben Sandro Villetta sich jetzt recht die Oberschenkel hält. Hat er auch alles mal wieder rausgepumpt. Aber jetzt aufpassen, denn oben steht jetzt schon der potenzielle Sieger, wie viele sagen. Schau mal ins Gesicht, der leidet, da brennen die Oberschenkel. Ja, das ist Überlebenskampf, 2 Minuten Überlebenskampf. Genau, das ist die Chaslat, wo Baumann so Probleme hatte. Sie sehen, der ist sehr hoch, der Buckel, das ist so. Da kämpft man, da ist fokussiert, wenn man die Augen sieht, das ist, die stechen so richtig raus. Steven Nyman ist in diesem Jahr irrsinnig auf Kurs. Besser gestartet, als er je zuvor gestartet ist, mit einem dritten Platz in Beaver Creek. Und das liegt vor allem an einem Ski, der läuft ohne Ende. Schau dir mal an, fast oben schon wieder ein Gleitstück. Eine Sekunde rausgeholt, fast eine Sekunde. Das Gleitstück ist bei uns weggeschnitten, weil es wird in Intervallen gestartet. Eine Sekunde Vorsprung. Schön, wunderbar, kompakt. Unglaublich.
Ja, das ist mal eine Ansage. Mr. Gröden, zweimal schon hier gewonnen und schickt sich an, hier den Three-Peat zu schaffen. Gut, gut. Auch technisch fährt er gut hier. Viel besser als in vergangenen Jahren auch. Der hat sich da wieder gefangen. Boah. Super, wie er da unterwegs ist. Ans Tor, der Erste, der an die Tore rankommt. Und der Erste, wo ich wage zu sagen, das war fast fehlerfrei. Ja, hervorragend. Auch hier Richtung gegeben, kann hier den Ski gleich auslassen. Das war beinahe perfekt, würde ich sagen. Das gibt einen Riesenmaßstab für alle anderen. Bin gespannt, wo er mit der Zeit hinkommt. Ist hier schon mal 2 km/h schneller als alle anderen. Das ist der Speed, den er eben aus der Schatzplatte rausnimmt. Und wird jetzt unten eine Fabelzeit hinlegen. Und was für eine. 1,50 vorne Steve Nyman, der nur hier in Gröden bisher gewonnen hat, legt hier eine Zeit hin, wo er selbst nur strahlen kann und Silber zubringen weiß, okay, Platz räumen. Dankt hier in Richtung auch Servicemann. Er hat ja den Servicemann von Christian Gediener. Und dieser Servicemann, der kommt von hier und gilt als eigentlich der Perfektionist für diese Saslongpiste. Der war auch heute Morgen unterwegs, hat alle 200 Meter neue Schneetemperaturen genommen und ihm mal wieder ein Monstergerät unter die Füße geschnallt. Aber ist auch hervorragend gefahren. Das Material sicherlich top, aber das funktioniert nur, wenn der Fahrer entsprechend auch so gut drauf ist. Beat Volz. Ist gut drauf. Zweiter im Biber. Hervorragend. Hat es natürlich nicht so gerne mit seinem ledierten Knie, wenn es so schleigig ist, wenn die Sprünge sehr weit gehen, wenn man von weit oben kommt. Das kann ich verstehen. Das schmerzt, dann muss man sich doppelt überwinden, ganz ans Limit zu gehen, voll durchzudrücken am Außenski. Sind wir gespannt, wo er hinkommt. 6 Zehntel. Nyman war eine Welt voraus. Ist immer noch zweite oder dritte Zwischenzeit? Ja, im Moment dritte Zeit. Wir müssen ja im Prinzip geistig eine ganze Sekunde abziehen. Die Kamelbuckel hat er gut hingekriegt dafür, dass das Knie ja nicht das allerstabilste ist. Ja, technisch, das sollte kein Problem sein für ihn. Sieht man auch nichts jetzt hier mehr verloren. Dreht etwas früher rein, auch er. Nein, nicht die optimale Linie. Zu früh, das war viel zu früh eingedreht. Da hat ihm die Geduld gefehlt. Er ist ja schon hier zu kurz jetzt. Da hat er auch etwas den Faden verloren. Entsprechend gleich hat er etwas mehr am Buckel. Hier muss er nochmals nachdrücken. Nein, heute keine optimale Fahrt, wobei jeder Vergleich mit Nyman ist natürlich schwierig. Ja. Weil der Nyman ist sowas von gut gefahren. Unfassbar, dass man wirklich so eine Strecke hat, auf der man dann immer über sich hinaus wächst. Ja. Weil Nyman ist ja jetzt nicht der Abonnementsieger. So, es ist der dritte Platz in den letzten Sektoren, auch immer dritter durchgehend gewesen. Silvan Zurbrücken ist nochmal 1/1200 vor ihm. Steve Nyman unter... in einer eigenen Liga. Genau, eigene Liga von einem anderen Stern. Unglaublich, da hat er wirklich eine Parforce-Leistung gezeigt. Für die Nummer 2 und 3, für Voigt und Zurbrücken natürlich die Frage, 1,5 Sekunden ist viel. Aber was ist das wert? Wie fabelhaft ist die Zeit von Nyman? Normalerweise kommen die besten Abfahrer ja ab Start Nummer 15 bis 22. Aber hier gerade auf dieser Strecke sind halt auch sogenannte Außenseiter, oder ich nenne sie mal die B-Stars, durchaus für Fabelleistungen zu haben. Und einer davon ist Johann Claret, der hier auch schon auf dem Podium gestanden hat, der immer mal wieder Pech hatte, weil er geführt hatte und dann wurde es abgesagt wegen Schneefall, wegen Nebel etc. pp. Aber er kann einfach gut fahren auf der Strecke. Ja, er und Theo sind sicherlich die Leader im französischen Team. Das französische Team allgemein gefällt. Die sind recht gut unterwegs. Allerdings auch er schon beinahe. Oh, das ist auch, Mensch, das sind wieder 80 Meter. Das ist ja unglaublich. Das ist nordisch, was hier gesprungen wird. Ja, genau. Und ohne V-Stil. Die kannst du im Nachgang gleich mit nach Engelberg zum Weltcup-Springen am Wochenende nehmen. Ja, genau. Dirk Thiele, schau dir das mal an. Er wird dir dann auch wieder berichten vom Skispringen hier bei uns bei Eurosport. Jetzt Schaslatz unten raus. Wie kommt er? Schaslatt, Einfahrt war gut, zumindest von der Linie her. Hier auch kein Problem. Wo ist die Zwischenzeit? Jawohl, kann der leicht aufholen, zumindest auf Nyman. Hier ein kleiner Hacker in den Kanal. Das wird noch etwas an Zeit kosten, aber im Grundsatz könnte hier Rang 2 drin liegen. Also er hat ja 1,51 Luft für den zweiten Platz. Wird so um die Sekunde sich einordnen, weil er gerade dieses Schussstück hier auch sehr gut fahren kann. So ist es. Knapp drüber, zweiter Platz im Moment mit 1,30 Rückstand.
Ja, Steve Nyman, die bleibt erstmal stehen, aber er kommt zumindest mal ein bisschen ran. Ordentliche, sogar gute Fahrt, würde ich behaupten, aber auch hier stellt sich die Frage, 1,3 Sekunden, wo reicht das zum Schluss? Wunderbare Bilder, die wir bekommen. Also ich muss auch sagen, was in der Produktion sich getan hat in diesem Jahr, würdigt den Skisport, zeigt auch mal, was die Athleten hier durchmachen. Bis zu einer Tonne in Sekundenbruchteilen lastet auf dem Gestell. Adrien Thiot, hier kommt auch gleich der zweite, von dem wir gesprochen haben. Einer der Leader im französischen Team, dieses müsste ihm liegen, aber 1,2 Sekunden schon oben. Puh, das ist eine Menge Holz. Durch dieses Flachstück, das wir leider nicht sehen, wo Gleiten angesagt ist. Am Wind liegt es heute nicht, weil es ist windstill. Hatte heute Morgen ein bisschen Bedenken, aber es sieht gut aus. Traumhafte Bedingungen, das könnte nicht besser sein, könnte nicht fairer sein. Aber hier stimmt etwas nicht mit der Materialabstimmung, stelle ich mal in den Raum. 1,5 Sekunden, Adrien Thiot auf dieser Strecke, das ist nicht der Alltag. Adrien Thiot kann das ja, ist im Moment in allen Sektoren Letzter. Also du sagst es, irgendwas passt nicht, irgendwas läuft heute nicht. Naja, jetzt kommt auch noch Fehler dazu, aber im oberen Teil haben wir diese nicht gesehen. Das ist halt so, an einem schlechten Tag reiht sich dann alles zusammen. Und das wird ein schlechter Tag. Leider. Viel zu weit weg hier. Mein lieber Freund, bist du da auf Abwägen? Der Athlet merkt das. Ja, da wird er nicht zufrieden sein. Heißt abhaken, morgen auf den Super-G vorbereiten, die Lehren daraus ziehen und auf ein neues. Denn es wurde ja getauscht. Normalerweise der Super-G am Freitag, am Samstag dann logischerweise das Highlight, die Abfahrt. Man hat deswegen getauscht, weil man weiß nicht, wie das Wetter sich entwickeln wird. Man hofft und bangt, aber es ist tatsächlich Regen angesagt. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Im Moment sieht das ja ganz gut aus noch. Ja. Ja, weil es heißt, um Mittag soll Regen kommen. Ich sehe noch keinen. Siehst du Regen? Ganz, ganz weit weg, irgendwo in Frankreich mag das sein, aber das geht noch eine Weile, bis es hier ist. Hoffentlich, denn es gibt ja dann auch noch Alta Badia, den Riesensalom am Sonntag, und Madonna di Campiglio, der Nachtslalom am Montag. So, Werner Hehl, auch nicht allzu weit entfernt zu Hause. Ungefähr eine Stunde Fahrzeit, dann ist man im Passaiertal. Und er hat hier mal einen Super-G gewonnen 2008, das wäre dann morgen. Abfahrt lief noch nicht ganz so für ihn hier. Recht gut gestartet in die Saison, die heurige. Mit einem 7. Platz in Lake Louise und einem 10. in Beaver Creek. Hier kurz die, wie soll ich sagen, Konzentration, Gleichgewicht verloren. Aber man sieht schon, wenn man zu Hause fahren kann, ist man motiviert. Hat die Freunde hier, Familie hier, aber das nützt ihm alles nichts hier und heute. Nee, da kommt keiner ran. Die Fabelzeit von Steven Nyman hat er im Training angekündigt. Das Training hat er ja auch für sich entschieden. Und keiner schafft es. Oh, wow, jetzt hebelt es ihn aber total auseinander. Ja, das ist Rodeo Drive. Rock'n'Roll. Rock'n'Roll, die Piste spielt nicht mit ihm, die Piste spielt mit ihm und nicht umgekehrt. Ja. Was aber auch mal ganz toll zeigt, was diese Skifahrer, diese Weltcup-Abfahrer drauf haben. Weil ein normal Skifahrer oder ein extrem guter Skifahrer, der würde dermaßen beim ersten Buckel schon abgehoben werden. Das ist ja nicht nur bucklig, Freunde, sondern das ist ja auch noch blankes Eis dazu. Ja. Also ich meine, das sind Riesenathleten und wenn die hier am Kämpfen sind, dann können Sie sich vorstellen, wir wären hier alle schon lange flach am Boden. Schade, der 9. Platz, Silvano Badettoni 10., Werner Hehl 9., die Italiener noch geschlagen. Es kommt aber gleich als übernächster Peter Fill, der wirklich genau von hier ist. Haben wir noch Innerhofer, ist auch noch da. Da Dominik Paris. Dominik Paris, die haben schon noch das eine oder andere Eisen im Feuer. Das ist ein Teil von diesen 38 Sekunden, wo du das so schön beschrieben hast. In der Luft, wunderbare Stilstudie. So, jetzt bin ich wirklich sehr gespannt auf den nächsten Starter, weil er ist ja für seine wilden Ritte bekannt. Max Franz, der immer sehr, sehr gut fährt, wenn es eine ruhigere Piste ist, weil er wild genug eh schon unterwegs ist. 1,14 ist eine Packung, im oberen Teil nur 8er. Auffällig jetzt, die letzten drei, alle oben ein Riesenpaket auf den Buckel gekriegt. Und jetzt kommt eben das, wo
ich ein bisschen mit Max Franz mitzitter, weil er ist eh schon so ein verrückter wilder Hund. Und wenn dann auch noch so eine wilde Piste am Start ist. Ja, 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 ja. Ja, gut, gut gemeistert. Relativ kurz, sehr gut, nicht weit darüber wie die anderen. Hat mir sehr gut gefallen. Allerdings der Rückstand auch schon bei 1,7 Sekunden. Nächstes Maß nehmen, sogar jetzt nur Zehnter in diesem Sektor. Nicht schlecht gefahren, hier von der Linie her etwas hat Tempo rausgenommen, gedriftet. Aber er zeigt, technisch hat er was drauf. Er steht selbstverständlich. Na, zu weit, zu weit. Warum gehst du so weit außen rum? Mensch, das schauen Sie sich noch mal an am Morgen. Das darf doch nicht passieren. Da kann man gerade runter. Bisschen Bauch und dann rein. Gut, man könnte auch sagen, schau den Eimer an. Ja. Max Franz, die Österreicher, im Moment bester Streitberger auf dem 6. Platz. Max Franz 8. vor ihm Romet Baumann 7. Also im Paket heute unterwegs, aber fern vom Podium noch. Vor allem fern von Nyman. Ja. Das ist ja unglaublich. Das kristallisiert sich immer mehr als Fabelfahrt raus. Wer soll den denn schlagen? Tobias Stechert. Gut, das ist mal eine Ansage. Die nehme ich mit und challenge dich dann drauf. Jans Rütt, könntest du auch noch sagen, gibt da schon noch 2, 3, die besten kommen ja, besten 7 kommen zwischen 16 und 22 und trotzdem. Ich habe ja vorhin die Cededa-Bahn angesprochen, wenn man diese Cededa-Bahn nach oben nimmt, dann kommt man auf einen wunderschönen Hügel, blickt dann auf die Seiseralm und das ist ja fast surreal, wenn man das bei diesem Wetter sieht. Es ist traumhaft schön da oben und genau da kommt Peter Will her. Also Anfahrt mit den Skiern ungefähr 20 Minuten. Der hat gesagt, vom Starthaus aus sieht er beinahe zu sich nach Hause. Musst dir das mal vorstellen. Kannst schauen, ob zu Hause geputzt ist oder die Fahne draußen hängt. Ob der Junior gerade gewickelt ist. Ja, genau. 1,8. Wie seine Konkurrenten vorher in ähnlichem Stil. Ist in dem Fall auch um den 10. Platz. Mich dünkt etwas komisch, dass sie alle zur zweiten Zwischenzeit hin haben. Sie alle kriegen sie 6, 8 Zehntel so wie er. Das ist sehr viel, kann ich beinahe nicht mehr erklären. Mhm. Nichts Berühmtes durch alle Sektoren, fast gleich geblieben, im unteren ein bisschen aufgeholt, ein bisschen. Aber zieht sich durch. Ist auch, wenn Sie den Fahrstil vergleichen von einem Nyman, sehr aggressiv in der Körperhaltung auch, dann wirkt doch der Peter Will etwas ruhiger, vielleicht einen Zacken zu ruhig. Ja, ja, 5. Platz. Ja, unten aufgeholt, du hast gesagt, je länger das Rennen dauerte, je besser. Für ihn das Rennen viel zu kurz. Mhm. Hier der Blick genau Richtung Seiseralm übrigens hinten raus. Schöne Aufnahme auch mal vom Material, was das hier mitmacht, diese 2,20 Meter Latten. Z-Wert zugedreht, die Bindung auf 20, 30 teilweise. Also da hat man wirklich einen Schraubstock an den Füßen. Manuel Osborn 2009 hat er hier gewonnen. Danach war er auch erstmal Verletzungspause. Also das letzte Rennen bringt er mit Sieg zurück. Ja, und oben müsste er ja schnell sein. Und trotzdem hat er 1,15 Sekunden schon am Buckel. Hier beinahe ausgehoben. Jetzt verlieren sie alle oben. Das ist natürlich, ja, was soll ich sagen, schade. Die Sonne steht jetzt kräftiger im oberen Teil drinnen. Eigentlich hätte ich vermutet, dass es dadurch schneller wird. Das ist eben an Gröden das Spezielle. Man weiß nie so genau, was passiert, wo. Und wie, ja, auch weit gesprungen, aber die Kanadier kennen das im Grundsatz. 1,59, so schnell war seit einiger Zeit keine mehr. Ja, 9. in dieser Sektion, Manny Osborn. 3. 2008, gewonnen 2009, also grundsätzlich Mara schon hier. Ja, etwas zu direkt hier, wird weit runtergetragen, da verliert er tendenziell etwas an Geschwindigkeit. Was sagt uns die Zwischenzeit? Etwas verloren, hier auch zu weit außen rum, lässt es fahren. Okay, hier könnte es jetzt um den 2. Rang gehen. Wie ist er zurück? Zurbrücken ist 1,5740. 1,5 Sekunden Rückstand. Das könnte machbar sein.
Nein, kommt er nicht hin. Auch nur Achter. Damit zwar im Moment der beste Kanadier, nachdem ja Hudek gleich mit Start Nummer 1 ausgeschieden ist. Ja, zumindest im Ziel. Guillermo Fayet, den ich jetzt ganz ehrlich schwer einschätzen kann auf dieser Strecke, war immer so Platzfahrer, 20 bis 30 in diesen Bereich reingefahren. Außer dieses Jahr. Ja. Dieses Jahr hat er mächtig Schub gegeben. Ist Zweiter gewesen in Lake Louise, Sechster in Beaver Creek und deswegen meine ich eben schwer einzuschätzen. Ja, hätte nach, er das jetzt? Nach mir ein ganz heißer, bestätigt auch hier die erste Zwischenzeit, seit langem mit Abstand die beste. Fayet hat Fortschritte gemacht, ganz große Fortschritte. Sechster, Zweiter hat er schon angedeutet, was er kann. Hier auch ein Anwärter fürs Podium. Schön weit, enge Linie, enge aus die anderen, kann den Ski laufen lassen, Geschwindigkeit hin zu Kamelbuckel entsprechend hoch. 86 auch gut. Der geht weit. Der geht weit. Franzosen alle fast im Keller runtergesprungen. Ja, mindestens 8 Meter, das ist schon beinahe unten im Luftschutzraum. 7 Zehntel, gut, immer noch. Hier allerdings viel zu direkt, mein lieber Schwan auf Abwägen. Trotzdem, mit den Franzosen ist zu rechnen. Der zweite Platz wäre noch drin. Rückstand von Johann Klaray, der im Moment Zweiter ist, 1,30. Also 1,30 hat er Platz, 3 Zehntel sind das noch. Gut. Der ist sehr gut gefahren, nimmt die Geschwindigkeit hier raus. In diesem Kanal ist es eher flach. Das müsste für mich der zweite Rang müsste das sein. Den kann er sich ergattern. 1,57,19 muss es werden unten. Dann ist er Zweiter. Oh, fast noch ausgerutscht unten. Ist ganz, ganz knapp, nämlich 400. Also gerade noch rausgegangen. Somit Steve Nyman auf der 1, Guillermo Fayet 2, Johann Klaray 3 und die besten 7 Abfahrer der Saison, der Welt, wie auch immer. Die sind nämlich jetzt oben. Zurück in Gröden, zurück mit einem fantastischen Rennen, zurück mit dem dritten Abfahrtslauf der Herren, zurück mit einer guten Stimmung, auch am Freitag, zurück in einem Eckchen dieser Welt, wo Genuss, Lebenskultur und ja, Frohsinn ganz oben stehen. Und einer, auf den das wirklich zugemünzt ist, wie auf keinen anderen, das ist Dominik Paris, weil der hat eigentlich immer das große Grinsen, den Schalk im Nacken. Und außerdem ist er noch ein faszinierender Fahrer. Jetzt sehen wir mal endlich den oberen Teil und sehen genau das, was ich angesprochen hatte, Urs. Die Sonne steht voll drinnen. Das ist das, was im Moment bremsen mag. Das ist, ja genau, das verändert die Temperatur, kann auch die Feuchtigkeit im Schnee verändern. Er jetzt sehr gut kompakt gefahren, 4 Zehntel. Das liegt im Bereich des Möglichen. Vom Fahren her wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Nächste Zwischenzeit sind wir gespannt. Keine Sonne mehr da drin. Sonne weg bedeutet eher kältere Temperaturen, tendenziell eher etwas Feuchtigkeit raus. 7 Zehntel nicht einmal, das ist gut. Holt auf, 7. oben gewesen, 6. jetzt schon. Und seine Passagen, die kommen genau jetzt. Körpersprache gefällt mir sehr aggressiv. Er attackiert hier diese Wellen, diese Unebenheiten, diese Sprünge. 2-mal 4. gewesen in diesem Jahr. Sprung aufs Stockerl. 1,07, das ist okay. Schön gesprungen, kein Problem. Naja, 2,3 Zehntel muss er da schon noch rausholen. Dann erst wäre er in Richtung Stockerl unterwegs. Ja, aber das kann er. Das kann er. Er ist zu Hause hier, 1,06. Ja, nicht schlecht. Ja, hier ein Zacken zu wenig über den Ski gekommen. Schade. Sicherlich etwas Zeit liegen lassen. Boah, der geht immer an die Tore ran. Das schmerzt. Blaue Flecken gehören da dazu. Hey, der ist gut. Ja. Nein, das arbeitet kommt sich schon. Wirklich nach vorne. Kämpft gut, auch hier. Das kann Rang 2, 3 ist möglich für ihn, denke ich mir. 1,30 Rückstand darf er sich leisten. Dann ist er Dritter. Die Geschwindigkeit ist nicht allzu hoch. Ja, er ist auch aus der Hocke gegangen. Das darf man nicht. Da müsste er unten bleiben. Und. Zweiter. Hat der aufgeholt. Der war oben 7., 6., 7., 7., 5. Und dann unten so viel rausgeholt, dass es auf den zweiten Platz geht. Aber guck dir mal an, selbst ein Ochse wie Dominik Paris, wo man sich ja wirklich dahinter umziehen kann,
weil der ja 2 Meter groß, 2 Meter breit ist. Naja, es gibt einfach unglaublich viel Schatten, dieser Mann. Selbst der langt sich oben an die Oberschenkel, unten an die Oberschenkel und deutet an, das war alles, was da drinnen steckte. Aber sehr schön, man sieht auch hier Detailstudien, wenn es einem abhebt, die Skispitzen nach unten drücken, möglichst schnell wieder am Boden. Wunderbar, in der Luft, umgekippt auf die andere Seite, das war wirklich hervorragend. Die italienischen Teambetreuer unten im Fokus gewesen und Christoph Innerhofer mit ihm sehr lange heute gequatscht. Er hat gesagt, das ist einfach verhext. Das klappt zwar immer wieder mit guten Resultaten, aber du musst dir mal vorstellen, Urs, 2 Tage die Woche ist er in München bei Müller Wohlfahrt, um seinen Rücken zu behandeln. 2 Tage pro Woche und er fährt ja immer aus Bozen rein. Ja, da kennt er die Radarkästen, die wird er kennen, zwischen Bozen und München. Er ist auch entsprechend nicht optimal in die Saison gestartet, weit unter seinen Möglichkeiten geschlagen in den ersten beiden Rennen. 52. und 27. geht auch etwas sehr vorsichtig, fast steif im Rücken. Das drückt man dann weg, wenn man fährt, aber ja, schau, das ist völlig halt weh. Wenn du Rückenschmerzen hast, gerade auf dieser Strecke mit diesen hohen, weiten Sprüngen, das geht in die Knochen, das geht in den Rücken. Für mich nichts als nachvollziehbar, umso erstaunlicher. Eigentlich, wie er sich da noch runterkämpft, aber halt schwierig, vorne dabei zu sein. Ah ja, und die Rückenfolter, muss man ja sagen, die beginnt ja jetzt erst. Die Kamelbückel hat er schon hingekriegt, aber jetzt kommt eben die Schaßlappwiese. Christoph, wir leiden mit dir. Technisch gut, schau dir das an, da gibt es nichts zu sagen. Aber jetzt kommen diese Wellen. Da muss man aus dem... Ja, schau, das ist klar. Der kann nicht, der ist bocksteif im Rücken. Das ist erklärbar, das ist schade. Wir freuen uns, wenn er dann wieder gesund ist, der Rücken wieder. Stimmt, dann wird auch er wieder dabei sein und die Resultate stimmen. Und das ist ja regelmäßig bei ihm bei Großevents der Fall. Also man darf ihn wirklich auf der Rechnung haben für die Weltmeisterschaft. Der Olympia-Zweite von Olympia, der Olympia-Dritte in der Kombination. Also Weltmeister gewesen, immer bei den Großevents geht das dann irgendwie. Das wird auch heuer so sein, da bin ich beinahe überzeugt. Dabei. Heute, erstmal rote Laterne. 2,69 Sekunden ist immer noch schneller als die Bestzeit im Training, man stelle sich das vor. Muss man schon wissen, dass es dann ein ganz anderes Fahren ist, ein ganz anderes Rennen als im Training. Und das macht die Schwierigkeit noch einmal etwas höher für die Fahrer. Hannes Reichelt steht als nächster oben und hat mir bei der Besichtigung gesagt, die Liebe zu dieser Piste, während Steven Nyman hier in aller Ruhe abwarten kann, dass ein Favorit nach dem anderen ihn nicht schlägt. Aber Hannes Reichelt, der toll gefahren ist mit dem Sieg in Beaver Creek im Super-G, hat gesagt, es ist erstaunlich, nach jetzt fast 10 Jahren hier in Gröden unterwegs, langsam lerne ich die Piste zu lieben. Ja, also man braucht da Zeit für diese Saslon. Ja, und gerade er, der natürlich aus dem technischen Bereich kommt, aus dem Riesenslalom, hat sich ja über die letzten Jahre zu einem hervorragenden, einem der weltbesten Abfahrer entwickelt. Entsprechend kann ich seine Aussage sehr, sehr gut nachvollziehen. Er hat in den ersten Jahren diese oberen Passagen sicherlich nicht geliebt. Heute ist er bei den schnellsten. Ja, Beaver Creek 2., Bormio 2., Wengen 2., Kitzbühel gewonnen. Das sagt alles, wo der mittlerweile steht, was Abfahrt angeht. Aber eben hier noch keine Top-10-Ergebnisse eingefahren. Hannes Reichelt im Moment auf dem Weg, das zu schaffen. Ist im Top-10-Bereich. Gut unterwegs, wie er das auch schon war. Lake Louise, auch eine eher Gleiterstrecke, nicht unbedingt für den Hannes ausgerichtet. Schau dir das an. Eine Augenweide über die Kamelbuckel. Im Küsch-Style drüber geflogen, kompakt in der Hocke. Auch hier schön. Keinen Rutscher drin, direkt sauber am Ski. Chaslat. Gute Linie, sehr gut gefahren. Wellen sauber ausgedrückt. Hier ganz, ganz leicht von der Ideallinie, aber ansonsten sehr gut gefahren. Chaslat, Zwischenzeit, schauen wir uns das an. Wo kommst du hin? Ja, hat aufgeholt, 3 Zehntel, jetzt vorne bleiben. Gut. Gut. Gezaubert und ist jetzt schon Sechster in diesem Sektor gewesen. Das heißt, es wird endlich auch in Gröden für ihn klappen. Gratulation an Hannes Reichelt. Endlich Top 10 auch im Val Gardena auf der Saslong. Bam, 7. Sehr gut.
Das ist gut. Hat unten nochmals einiges verloren. Wir haben gesehen, warum. Einfahrt in den Kanal. Das ist nochmals entscheidend. Da hat sie ihn reingehauen im Moment. Schade, da wäre zweiter, dritter Zwischenrang wäre drin gewesen. Ja. Sehen wir genau die Studie nochmal. Just Lat ist ja genial gefahren. Jetzt dann Einfahrt in den Kanal. Hoffentlich sehen wir das noch. Etwas zu weit raus und Sie sehen, jetzt haut sie ihn vorne rein, hinten rein beziehungsweise und jetzt vorne rein. Da hat er einige Plätze noch verschenkt. Steven Nyman mittlerweile beim Futtern, gibt er hier wunderbaren Speck, den er sich hier gleich mal einverleibt. Und jetzt auf seinen Landsmann oben schaut, Travis Gannung aus Kalifornien, aus Truckee, der sich reingefahren hat in die Weltspitze. Dritter Kvitfjell. Sechster Lenzer Heide, fünfter in Beaver Creek, also Top-10-Fahrer geworden. Ja, letztes Jahr zum Ende hin sehr, sehr stark geworden und dann gleich da angeknüpft zu Beginn der Saison. Also der hat sich effektiv an der Spitze etabliert, hätte man ihm so vor einigen Jahren gar nicht so zugetraut. Das ist gut für das amerikanische Team. 1,3. Mäßig. Das reicht nicht, um sich ganz vorne einzureihen. Nee, einstellig ist er dann noch nicht dabei. Innen G, das reicht auch nicht, um sich da vorne einzureihen. Mein lieber Freund, jetzt musst du mal die Hintern nach vorne nehmen. Immer noch mittelprächtig. Alles, was wir sehen, ist mittelprächtig. Gefällt mir ganz ehrlich gar nicht die Fahrt. Er ist einer der Top-Fahrer geworden, er ist Top 10. Und das unterstreicht er gerade nicht hier. Ist einfach sehr wild, sehr unruhig. Und gerade in solchen Partien, hier allerdings muss ich sagen, das hat er ganz gut gemacht. Da hat er sich ordentlich reingehauen. Aber da ist noch Potenzial bei ihm. Da schlummert noch einiges mehr. Kann die Zeit, ja genau, du siehst, immer wieder hat der Böcke drin. Zwei, dreimal die Kurve angesteuert, was natürlich Zeit kostet. In einem Guss war das nicht. Und jetzt unten, naja. Es kann eine Top-10-Klassierung kann es geben, da muss man immer noch sagen, für ihn eigentlich okay und ansprechend. Zwei Sekunden Rückstand darf er sich leisten. Tja, beinahe gesehen. Urs. Nicht schlecht, nicht schlecht. Neunter Platz, also unten nicht schlecht. Oben einige Böcke drin gehabt, zwei, drei, vier noch unten dazu, die müssen weg. Dann wird das wirklich ein Spitzenfahrer werden. Ist ja auch einer der eher jüngeren mit 26. Kamelbuckel mal aus der anderen Perspektive, frontal von vorne. Ja, mit 26, da kannst du locker noch 19 Jahre fahren. De Fargo mittlerweile der Älteste hier. Was ist er? Der wird 37 werden. Wir haben einen Patrick Yerbin. Bis 42 ist der gefahren. Ja, genau. Der fährt nicht mehr, hat er ja, zwei Jahre aufgehört. Dann fährt er wieder. Nein, deswegen sage ich, ich wollte nur sagen, vom Alter her. War glaube ich, 43, oder? Ja, es gibt so gewisse Ausnahmen, die halten es relativ lange aus. So, Matthias Meyer ist 24 und Olympiasieger. Das wäre mir auch lieber, 24 und Olympiasieger. Ja, außerdem alles gut, was seine Verletzungen angeht, die er sich vor Sölden geholt hat, das kann er abhaken, das ist vergessen. 1,2. Auch das mittelprächtig, das reicht wahrscheinlich schon nicht mehr, um ganz, ganz vorne sich einzureihen, zumindest Nyman außer Reichweite. Noch ist es nicht ganz durch, da kommt noch ein Chetil Jansrud als nächster. Patrick Küng dürfen wir nicht unterschätzen. Ja, also ein paar Namen, ein paar heiße Eisen sind da schon noch unterwegs. Tobi Stechert mit der 33, der drittschnellste war, in hervorragender Form ist. Steven Nyman. Es ist ja unglaublich eigentlich, oder? Wenn wir uns das so anschauen. Ich meine, der Meyer fährt ja wirklich gut jetzt hier. Schön, das gerade auch gemacht. Ja, ja. Das ist gut, wirklich gut. Auch Kamelbuckel, alles passt. Und wir reden davon, der ist anderthalb Sekunden zurück. Oh. Lala. Auch etwas unterschätzt, diese Passage. Ja. Aber 1,1 hat gut aufgeholt. Schadlatt war wirklich gut. Hier noch einmal, zweiter Rang liegt drin. Geschwindigkeit gering, 4 km/h langsamer als Steven Nyman. Zweiter wäre möglich mit 1,15 Rückstand. Nein. Sechster Rang.
Sehr eng geht es aber dazu. 200stel hinter Silvan Zurbrücken, der Fünfte ist. Tolles Ergebnis jetzt schon für Silvan Zurbrücken, auf jeden Fall. Ja. Alles, was ja unter den Top 7 ist, bedeutet in der Schweiz und in Deutschland die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Einmal 7. Oder 2x15. Und damit wäre beide Kriterien, das ist eh das zweite Mal, dass er in den Top 15 wäre, 12. in Lake Louise. Das dürfte das WM-Ticket sein. Was auch gut ist, das nimmt Druck weg, wenn man schon nach 3 Rennen weiß, ich bin bei der WM dabei. Das gibt Auftrieb. Also es sind dann natürlich nur 4 startberechtigt bei der Weltmeisterschaft. Und da muss dann noch ausgesiebt werden, wenn es mehr Tickets als Startplätze gibt. Aber erstmal Ticket holen. Ja, das ist ja dann ein schönes Problem, wenn man Ausscheidung fahren muss. Das heißt, es haben mehr als 4 diese Limiten geschafft. Doch jetzt Jans Rütt. Spiel gewonnen in Lake Louise, gewonnen in Beaver Creek. Besetzt die weiße Weste in Form eines roten Trikots. Nämlich des Weltcup-Führenden in der Abfahrt, logischerweise. 14. zurück. Das kann ein Jans Rütt unten noch aufholen. Chaslat, das Zauberwort, das kann er. Weiterhin auf den Ski von Axel Swindal unterwegs, der ja hier ebenfalls gewonnen hat, auf diesen Skien, die er jetzt übernommen hat. Und die marschieren auch. Also gut, immer noch in Tuchfühlung. Sehr gut. Zweiter jetzt. Oh, schön gesprungen. Wunderbar. Nichts verschenkt. Jetzt entscheidet sich's. Wie fährt Chetil Jansrud die Chaslat? Und damit entscheidet sich auch das heutige Rennen. Etwas weiter von hinten, mehr Richtung. 15. Wunderbar, wie er das gemeistert hat. Sehr direkte Linie, muss etwas warten, geht jetzt rein. Gut. Gut, sehr gut gefahren. Da bin ich jetzt gespannt. Ich behaupte, der hat Zeit aufgeholt. Wir werden es gleich sehen. 55 hat er, 21 sind es jetzt. 13. Sehr gut, hat er auch gut gemacht. Allerdings auch Neiman hier sehr, sehr gut. Wird knapp unten werden. 1 oder 2. Das jetzt ist hier die Frage. Heißt auch aufs Material bauen. Jetzt fährt hier Head gegen Fischer. Jetzt fährt hier Jans Rütt gegen Neiman. Und ein leichter Fehler gehabt und das war's. Der leichte Nackler unten raus war's. Das darf dir nicht passieren. Das kostet genau noch ein bisschen was. Aber 13. langt sich an Kopf. Ja. So knapp. Ja, wobei noch einmal Neiman, die perfekte Fahrt aus meiner Sicht. Jans Rütt muss sich da nicht schämen. Wobei Jans Rütt, muss man ja auch sagen, ist unten letztendlich besser gefahren. Ja, ja. Er hatte ja oben 4/15 Rückstand. Ja, schon vor der Mauer sogar schon 4/10. Also ist sicherlich gerade Chatlat hat er 3/10 aufgeholt, bis auf 2/21 rangekommen. Da hat er seine Klasse gezeigt. Allerdings, Neiman, du hast gesagt, das ist seine Strecke. Und er scheint hier, zumindest bisher, scheint er unschlagbar zu sein. Auf dem Weg zum Three-Peat. Also nach dem Repeat gibt es den Three-Peat, der dreifache Sieg. Möglich, denkbar wäre es. 2009 war Patrick Küng hier mal 14. Ansonsten ja, 6. letztes Jahr gewesen, sehe ich noch. Patrick, pass auf. Denn hin? Ja, nicht wie im Beaver Creek beginnen, mein lieber Freund. Da hat er uns schon Angst gemacht. Für ihn wichtig, dass er wieder reinkommt nach dem Doppelnuller in Beaver Creek. In der Abfahrt sehr spektakulär ausgeschieden, dann im Super-G leider auch. 18, das ist okay, das ist eine der besseren Zwischenzeiten. Allerdings, man hat es schon im Training gespürt, leicht verunsichert, steht nicht so konsequent am Außenski und gerade das ist hier sehr, sehr wichtig. Also Patrick, hau dich runter. Nächste Zwischenzeit, wo ist er? Hat verloren. Wir haben gesehen, wo in der Mauer drin. Da war er nicht so. Der geht weit. Der ging weit. Das waren auch locker 80 Meter, mein lieber Freund. Bei Tempo 130 muss man dazu sagen. Nicht anrutschen. Das kann man auf Zug fahren. Linie okay. Auch hier wieder angedriftet. Nein, das Timing war nicht optimal. Die Linie ist gut. Allerdings etwas zu stark angedriftet. ...1,50, das ist zu viel. Muss er schauen, was liegt da drin. 8., 9. Platz und raus, das müsste ihm eigentlich entgegenkommen. Top 10. Das wär's. Top 10 ist 1,57,80. 56, 57, Top 10. Aber ganz knapp.
Da haben wir jetzt 51, 53, 63, 73, 90, 92. Alle in diesem Bereich beisammen. Zwei sind ausgebrochen. Chetil Jansrud und Steven Nyman, der immer noch führt. Zurück im wunderschönen Val Gardena, das sich hier bei optimalen Bedingungen präsentiert. Und zurück mit dem nächsten Schweizer, Carlo Janker, den ich auch im unteren Teil stark einschätze und oben mir mal gerne anschaue, wie er durch die Gleitpassagen kommt. Ja, mit seinem 11. Platz im Training hat er angedeutet, dass er sich hier wohlfühlt. Etwas unter seinem Wert geschlagen, Lake Louise und Beaver Creek mit 23 und 26, allerdings da auch schon im technischen Teil gut gefahren, für mich technisch gute Fortschritte gemacht. Material gewechselt mit der Materialabstimmung, ab und dann noch etwas zu kämpfen, das kann es geben. Da muss er schauen, dass er möglichst schnell hinkommt. Auch hier technisch, da fährt er sauber. Ab und dann von der Abstimmung her etwas zu aggressiv, auch im Riesenslalom Beaver Creek. Erster Lauf zu aggressiv, zweiter Lauf, dann die Bestzeit gefahren, noch hin, wenn ich richtig bin, zum 7. Platz. Das heißt, er wäre eigentlich gut drauf. Mhm. Denn mit 1,94 ist das hier schon etwas zu viel. Wird er schwierig an die gute Trainingsleistung anzuknüpfen. Jetzt schon 2,19. Da wird er nicht zufrieden sein. Ja, es ist im Moment eher zwischen 20 und 30. Ja, ja, das ist zu viel, klar, da gibt es nicht dran zurück. Kriegst du es mit als Athlet? Ja, ich glaube nicht, weil er macht hier keine großen Fehler. Fehler kriegt man mit. Allerdings hier, man hat auch gesehen, Chaslat hatte etwas aufgeholt, 2 Sekunden noch und trotzdem ist es zu viel. Wenn du Fehler hast, das merkst du, das spürst du. Hier allerdings, wenn man einfach so runterfährt, ist ja trotzdem schneller als im Training. Wir haben es gesehen, die Strecke etwa 3 Sekunden, fast 4 Sekunden, 4 Sekunden schneller. Das spürt man kaum. Gabriele Klein fragt gerade sehr schön bei Facebook. Dort gibt es ja ein Forum, in das wir immer wieder reingucken. Gehen Sie auf Facebook und dann Wintersport on Tour. Dort finden Sie dann einen Link und da kommen Sie dann bei uns raus. Und Gabriele Klein sagt sehr schön gerade, warum gibt es eigentlich Menschen, die etwas können, was Menschen unmöglich erscheint? Solche Körperbeherrschung, ich finde es einfach den Hammer. Ich meine, das kann man einfach nur so bestätigen und ich sage mal, das wäre Menschen unmögliche. Ja, das kann man nicht nur auf die Athleten hier ummünzen, das kann man definitiv auch auf die Vorbereitung der Strecke, weil wir haben bis letzten Sonntag bis in die letzte Sekunde gezittert, ob hier überhaupt was möglich ist. Dann wurde der Schnee gemacht und jetzt wird dieses Rennen tatsächlich hier zelebriert. Faszinierend. Immer wieder, und das ist so, gerade auch die Sportler, deswegen sind sie auch Spitzensportler, die schaffen es für uns, Unmögliches möglich zu machen, sei es am Fahrrad, sei es auf den Ski. Das ist ja auch das Schöne am Sport. Ja. Und David Poisson ist auf seiner Schicksalsstrecke unterwegs. Wir erinnern an vor 4 Jahren, als er über die Kamelbuckel den einzigen McTwist bei 120 km/h, der je gesprungen wurde, gezeigt hat. Und zwar genau hier, ausgerutscht und dann ein Vorwärtssalto mit halber Schraube gesprungen. Seitdem ist bei ihm so ein bisschen im Kopf der Wurm drinnen. Aber einfach mal eingeben, David Poisson und Gröden, das ist im Internet dann sofort zu finden. Ein unfassbarer Sturz, bei dem nichts passiert ist. Aber seitdem ist er Schraube im Kopf, nicht mehr so angezogen, wie sie sein sollte. Ja, der David auch schon länger dabei, hat eigentlich ein gutes Potenzial, gefällt immer wieder vom Skifahren her, hat aber immer wieder Fehler drin, wie auch gerade hier in der Chaslat, kommt dann entsprechend nicht hin mit 2,6 Sekunden, ist klar, ist er außer Rang und Taktanten und das Gesäß noch am Boden nachziehen, das hilft eher nicht schneller zu werden. Ja, wichtig ist einfach hier auf dieser Strecke noch ein paar Mal zu fahren, das zu verarbeiten, das abzuschließen, 116 km/h, das ist fast 8 km/h langsamer als ein Steven Nyman. Ja, das ist ja zu weit weg. 3,68, er weiß es, er hält sich an seinem 15. Rang. Beaver Creek. Steven Nyman auf der 1, Chetil Jansrud 2, Dominik Paris 3, Guillaume Fayette 4, Johann Klarey 5, Sylvain Zurbriggen 6, das sind die, die im Moment brilliert haben. Noch ist nicht aller Tage Abend, sage ich. Ja, verkaufe ich da den Sieg nicht. Ja, das ist so. Allerdings, die Latte liegt extrem hoch. Auch die Franzosen feiern sehr gut. Mhm. Einmal mehr, du hast gesagt, schwierig einzuschätzen. Der klebt sich und klammert sich da in die Weltspitze rein. Ja, rückt damit eben zu Theo und Klarey auf. Jetzt Florian Scheiber.
hart oben auf die Kanten gegangen. Da hat man jetzt mal gesehen, wo die 1,60 liegen. Ja, ja, da hat man schon bei der ersten Zwischenzeit eine der schlechteren, was wir gesehen haben. Schon oben die Strecke wirklich eine Herausforderung für die Fahrer. Und hier unten dann sowieso. Kommt hier hin zu den Kamelbuckeln. Zwischenzeit. 2,3, das ist zu viel, Florian. Kamelbuckel, okay. Wo kommt der hin? 2,36 Österreich, heute auf jeden Fall geschlagen. Nur Matthias Mayer in den Top 10 mit dabei. Reichelt auch noch gerade 10. knapp im Moment. Oh, wow, 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 wow. Ja, das stimmt. Rein. Hast das gesehen? Der driftet da richtig. Druck mehr am Innen-Ski als am Außen-Ski. Das kann nicht schnell sein, Florian. Oh! Highsider! Oh, das tut weh. Böser Sturz, kurz vor dem Zielhang. Uff. Von dem Tiroler. Der im Moment ja, das zumindest sich aufregt. Ja, aufrichten, der ich sagen. Hat Schmerzen, das ist ein Highsider nach außen und da ist es pickelhart, eisig zum Teil. Eis, genau das, was wir anfangs geschrieben hatten, gesagt hatten. Zu kurz, Innenski, nächste Buckel wird ausgehoben, genau wie Küng in Beaver Creek, oh, das tut weh. Voll auf den Kopf, Gott sei Dank behelmt, geschützt. Ja, da war ein Moment weg, hat man gesehen. Kein Widerstand, der war im Moment weg. Wow. Selbe Stelle wie vor 2 Jahren Dominik Paris, der dort auch ausgehoben wurde. Interessant auch hier zu sehen, wie die Athleten damit umgehen. Drehen sich ab, wollen das nicht sehen. Das Rennen selbstverständlich im Moment unterbrochen. Mitarbeiterin der FIS. Anna Jelosic, die ja die Medien auch immer mitbetreut, kurz gesehen. Und sofort die Betreuer natürlich. Hier bei Florian Scheiber. Die Kollegen der österreichischen Schreibenden Zunft blicken auch zitternd nach oben, weil hier aus dem Zielraum kann man es fast sehen, wo Florian Scheiber gestürzt ist. Schauen natürlich auch zum Bildschirm hoch, der hier unten im Ziel steht. Das gefällt gar nicht, was jetzt da passiert. Da drücken wir die Daumen. Wird im Moment auf den Akia gepackt, aber er sitzt zumindest, Urs. Wir sehen, dass er sich hier aufgerichtet hat. Es ist mal wieder auf der Saslong passiert und diesmal Florian Scheiber mit einem Sturz, Ausfahrt, Ende Schaslattwiese, ohnmächtig, das können wir hier deutlich sehen, nach dem Sturz gewesen. Allerdings im Moment, das können wir sagen, er steht, da haben wir es jetzt im Bild, er steht, wurde hier erstmal durchgecheckt. Wir sehen auch Reinhard Strein, wenn ich das richtig erkenne, sein Trainer ist direkt bei ihm. Der medizinische Service ist in der gelben Weste bei ihm, hat ihn gerade nochmal durchgecheckt. Es gab Reflexteste, die wir sehen konnten, mit der Taschenlampe auf die Pupille geleuchtet. Wie reflexstark ist der Athlet bereits wieder? Aber wir hoffen natürlich, dass das jetzt auch alles bei der medizinischen Untersuchung, die natürlich folgt, ja, weiterhin gut ausgeht, weil es ist ganz klar, Urs, dass der Athlet aufsteht, der will sich ja selbst nicht eingestehen, dass was passiert ist. Ja, das ist. Stehen ist sofort der Fall. Das ist genau der Punkt. Man will sich selber beweisen, dass nichts passiert ist. Man checkt das auch ab, man will aufstehen und die Schmerzen kommen erst danach. Deswegen muss man wirklich den Athleten zurücknehmen, sagen, setz dich wieder hin, diese Tests machen, wie du schön beschrieben hast. Aber wir drücken die Daumen, so schlecht hat das nicht ausgeschaut. Der ist auch alleine gestanden. Ja, morgen vermutlich dann mal eine Pause einlegen. Eine Gehirnerschütterung wird das auf jeden Fall gegeben haben. Ansonsten, ja, Daumen halten und ein zaghafter Daumen nach oben im Moment. Während wir hier nochmal die Besten im Bild haben. Dominik Paris 3, Shetil Jansrud 2 und Steven Neumann mit einer Fabelfahrt immer noch 3 Zehntel vor einem Shetil Jansrud. Alle sind noch nicht unten. Ich sag mal, ein Didi De Faro mit seiner Routine, sicherlich ein Tobi Stechert mit dem Trainingsergebnis, das er im Rücken hat. Gleich unterwegs, also sobald die Piste wieder freigegeben wird.
Ja, das Rennen nicht vorbei, da bin ich bei dir. Allerdings, ob das möglich sein wird, Nijman oder auch Jansrud noch hier von 1 und 2 zu verdrängen, da habe ich meine große Fragezeichen, weil diese beiden Jungs haben heute wirklich, wirklich tolle, sensationelle Leistungen gezeigt. Tja, unten im Moment heißt es, sich verköstigen lassen. Wir schauen auch mal raus in den Zielraum. Also da mittlerweile sehr, sehr, sehr viele Leute sich eingefunden in diesem Genusseck, muss man ja sagen, im Grödner Tal, im Val Gardena. Wer mal den Status quo sich anschauen will, der geht auch mal einfach rein auf www.gardena.it. Gardena.it, da sieht man, was hier Standard ist. Also man kann sich's hier sehr, sehr gut gehen lassen. Die Küche kurz im Bild. Und hoffentlich geht es auch Florian Scheiber gut, der natürlich jetzt erstmal abtransportiert wird, aber den Helikopter wollen wir nicht überbewerten. Markus Waldner, der Nachfolger von Günther Hujara, ist so das erste Mal jetzt in seiner noch jungen Karriere als Rennschiff. Referee wird angezeigt, aber er ist einfach der Rennchef des Herrenzirkuses gefragt, was jetzt zu tun ist. Wir können aus der Kabine sagen, dass im Moment der Helikopter auf der Piste anfliegt. Hier haben wir die Trainer im Bild, die das Ganze auf wackelige Position beobachten. Jetzt muss dann Florian Scheiber erstmal ausgeflogen werden. Es wird ins Krankenhaus nach Bozen gehen und dort wird eine Untersuchung selbstverständlich stattfinden. Er ist gestanden, er ist gelaufen. Das ordne ich jetzt in den Bereich Sicherheitstransport ein. Lieber nichts falsch machen. Ja, wir haben einige gute Anzeichen gesehen. Das ist hoffentlich auch eine Entwarnung für die Verwandten und Freunde zu Hause von Florian Scheiber. Trotzdem, das sind immer bange Momente und je näher man einem Athleten oder Athletin steht, je schlimmer sind solche Momente. Steven Nijman im Bild, der sich hier im Moment schrittweise freuen, ist immer so eine Sache, wenn gerade der Helikopter fliegt, aber er kann sich zumindest auf einen Erfolg freuen, der ihm immer näher kommt. Schön im Bild jetzt eingefangen, hinten im grünen Helm, das war Klaus Kröll. Im Starthaus selbst steht Ottmar Striedinger, wir haben da auch kurz Bilder in der Pause gesehen, der wird im Moment auch noch massiert. Und dem wird gut zugeredet, weil natürlich weiß man, man hört den Helikopter, Urs. Ich erinnere mich an eine Situation, die du mal hattest in Val d'Isère. Du standest oben am Start und bis du dran warst, ist der Helikopter viermal geflogen. Da wird einem wirklich bang. Hier war es noch schlimmer. Kleine Anekdote aus meinem eigenen Sportlerleben. Als ich hier, ich glaube es war 1990, da ging es darum, überspringt man die Buckel, ja oder nein. Girardelli ist immer links vorbeigefahren, der mag die sogenannte Hasenlinie, weil er das Risiko nicht nehmen wollte. Ich hatte die Nummer 42, ich weiß das noch heute sehr genau, bis ich zum Fahren gekommen bin, zu meinem ersten Fahrt über die Buckel oder eben nicht. Siebenmal Helikopter raus, Helikopter rein. Ich kann dir sagen, die erste Minute bis hin zu den Kamelbuckel, nur soll ich nicht springen, meine ich, bin dann gesprungen. Und bin's gestanden. Das ist dann auch ein Riesenerlebnis. Ja. Der Notarzt wurde abgesetzt. Der Helikopter ist kurz weggeflogen aus Sicherheitsgründen. Jetzt ist der Notarzt mit Florian Scheiber an dieser Trage verspannt. Es ist vorgeschrieben, dass eben der Notarzt dabei sein muss. Jetzt wird eben Florian Scheiber mit Notarzt hochgezogen zum Helikopter. Dann gibt es einen kurzen Flug hier runter. Das wird keine 20 Sekunden dauern. Dann ist es hier unten am Parkplatz ein kleiner Platz aufgebaut, wo zwischengelandet werden kann. Und dann wird mit dem Helikopter vermutlich dann weitergeflogen werden in Richtung Bozen. Das, was wir sagen konnten von den Bildern, ist, dass Florian Scheiber noch eine Halskrause bekommen hat, dass er gestanden hat. Also das Stehen werten wir als gutes Zeichen, die Halskrause als Sicherheitsvorkehrung und wir wünschen ihm jetzt auf den Flug ins Krankenhaus alles erdenklich Gute. Wir drücken die Daumen. Steven Nijman sieht das hier unten sehr deutlich, weil der Helikopter landet nun ungefähr 200 Meter hinter ihm auf einem Parkplatz und dann muss es jetzt auch weitergehen. 62 Fahrer sind es ja. Wir sehen nochmal hier, das ist Dominik Paris, immer gut zu erkennen am grünen Helm. Technisch gut, das ist Just Lat Ende. Der ist schon auch gut drauf. Ja, ist sehr gut Paris drauf. Mittlerweile bei allen. Ja, genau. Konstant. So wie ein Schettil Jansrud, der Überflieger dieser Saison ist, zwei Siege und jetzt im Moment einen zweiten Platz eingefahren hat.
Sehr stark. Neiman Weismann, der ist immer hier stark und dann gibt es solche, die sind überall stark und Paris hat sich mittlerweile unter diesen eingereiht. Auch eine phänomenale Geschichte von Steven Neiman, der ja eigentlich Slalomfahrer war und sich dann beim Skateboardfahren den Knöchel gebrochen hat. Daraufhin hatte er die Schnelligkeit in den Stangen nicht mehr. Dann hat man ihm gesagt, probier es doch mal mit dem Abfahrt. Ja, dann hat eigentlich überhaupt nichts funktioniert bei der Abfahrt, ist er überhaupt nicht auf Zug gekommen. Dann kam irgendwann Gröden ein Sieg. Ja, dann hat man gesagt, jetzt ist er da, dann passierte wieder nichts. Dann kam wieder Gröden ein Sieg. Ja, dann passierte wieder lange nichts. Dann kam in diesem Jahr eben in Beaver Creek ein Podestplatz und jetzt kommt in Gröden wieder ein Sieg. Also wie du gerade in der Werbepause zu mir gesagt hast, der wird hier irgendwann Staatsbürger von Südtirol. Könnte sein. Haben Sie einen guten Steuerzahler mehr? Hier ja. Klaus Kroll. Denn es gibt ja auch Preisgeld, da sprichst du an. 20.000 Schweizer Franken für den Sieg stehen auf jeden Fall auf dem Gehaltskonto. Ja, die Schweizer Fans aus dem Wallis, das sind die Fans von Silvan Zurbriggen, welche natürlich sehr glücklich sind über den tollen Rang vom Silvan. Im Moment auf Platz 6, Beat Feutz auf der 8, Patrick Küng auf der 9. Also die Schweizer sehr, sehr gut unterwegs. Ist okay, eine halbe Sekunde im Gros zu langsam im Schnitt, dann könnte man das Podium attackieren. Noch ist nichts, alles geschehen. Wir haben selbstverständlich jetzt noch oben, ja, DeFaro, Ferstl, Tobi Stechert und wir hören, jetzt soll es in 2 Minuten weitergehen. Wir blicken aber schon mal voraus, weil allzu viel Fenster, wie wir immer sagen, haben wir nicht. Denn es geht bei dir zu Hause in der Schweiz weiter. Von dir zu Hause kannst du fast nach Engelberg schauen, gell? Naja, aber da muss ich ein gutes Fernglas haben, dann funktioniert es. Da muss ich noch eines haben, das über den Hügel rüber schauen kann, dann kriege ich es hin. Ja, also da sind wir dann gleich beim Skispringen natürlich auch wieder mit dabei. Werden wir diese phänomenalen Bilder geschenkt bekommen, produziert bekommen. Und wir blicken auch mit einem Auge auf den morgigen Tag. Morgen wird es dann zur selben Zeit um 12 Uhr den Super-G geben. Also man hat gewechselt. Erst die Abfahrt, Samstag dann der Super-G. Hoffentlich hält das Wetter. Dann am Sonntag reisen wir weiter. Man kann mit den Skiern hier auch rüberfahren. Einmal um die Sella Ronda rum. Dann ist man drüben in Covara in der Region Alta Badia. Und dort geht es dann weiter mit einem Klassiker im Riesenslalom, nämlich auf der Gran Risa, ein Riesenslalom. Und dann direkt von dort geht es weiter ins Trentino in Richtung Gardasee. Kurz vorm Gardasee ist der mondäne Skiort Madonna di Campiglio, wo dann am Montag ein Slalom gefahren wird. Das Alpine Rock Festival, das für den Dienstag angesagt ist, wurde abgesagt wegen Schneemangel. Und auch leider München musste abgesagt werden. In München wird es keinen Weltcup geben, da liegt auch kein Schnee. Und in der nächsten Woche fällt die Entscheidung, was Zagreb angeht, weil Zagreb leider, Urs, muss man sagen, wackelt einfach auch. Frau Holle schläft heuer. Ah, das war vorauszusehen. Zagreb, das liegt relativ tief. Das ist sonst schon immer am Limit. Ja, schau dir an, Silvan, Zurbriggens Fans. Das wird noch eine Gratwanderung mit den kommenden Rennen. Es wäre wichtig, hier Rennen durchführen zu können, aufs Neujahr hin auf Weihnachten. Blick ins Ziel, Blick auf die vielen Fans, Blick jetzt oben an Start auf Ottmar Striedinger, den man massiert hatte oben, dessen Schuhe man eingegraben hatte, damit eben bei diesen nun Plus-Temperaturen die Schale nicht zu weich wird. Gerade auf dieser Piste braucht man einen extrem starren Schuh. Und Ottmar Striedinger mit 23 Jahren, naja, da hat man noch nicht so die Routine, dass man das so locker wegstecken kann, weil man hat das alles mitgekriegt. Aber ich denke mal, die Trainer werden ihm dann auch das nötige gesagt haben, du, das ist nicht so schlimm, das ist Sicherheitsvorkehrung und naja, aber jeder hat sein eigenes Prozedere, manche wollen es überhaupt nicht wissen. Naja, und trotzdem, ich meine, da kannst du machen, was du willst, das kriegst du mit und wenn du eben nicht so viel Erfahrung hast, das geht dir rein, da kannst du machen, was du willst. Die Krux ist dann, dass wenn du hier mal im Stadthaus stehst, so wie er, dass du das ausblenden kannst, dich voll fokussieren kannst auf die Strecke, auf das, was du kannst. Das ist keine einfache Aufgabe für den Kollegen Ottmar Striedinger. Wir drücken ihm die Daumen. Also, eingeschworen wird er sein. Es geht weiter. The show must and will go on.
Striedinger, Kröll, Sullivan, Brice Roger, Didier DeFaro und dann die beiden Deutschen Ferstl und Stechert. Ich hoffe, unsere Zeit reicht noch. Lieber Dirk Thiele, ja, lass die Jungs noch ein bisschen warten beim Skispringen. Hier ist noch nichts entschieden, was das Podium angeht. Der Sieg wahrscheinlich ja, aber jetzt heißt es Nervensache für Ottmar Striedinger und nach der langen Unterbrechung sehen wir jetzt auch oben nochmal das Gleitstück. Oberste Teil, wie kriegt er es, hier diese Schläge nicht zu unterschätzen. Etwas dunkler habe ich das Gefühl als vor einem Moment noch. Ja, aber die Sonne steht nicht ganz so drin, es ist eine leichte Wolkenbank im Moment da. Etwas Schatten, auch das immer wieder, diese Fläche ist anfällig auf Wetter- und Temperaturveränderungen. 1,25 Sekunden ist auch schon sehr viel, mich erstaunt nicht nach dieser Unterbrechung. Wenn dann lange keiner drüber fährt, auch das macht die Strecke nicht schneller. Man hätte Vorfahrer runterfahren lassen können. 2,5, das ist sehr viel. Das bringe ich jetzt mal in Verbindung mit diesem Unterbruch. Ja, also für ihn heißt es jetzt einfach Routine sammeln. Es ist sein erster Auftritt hier in Gröden oder das erste Ergebnis, das er wohl einholen wird. Schauen wir an. Ja, 3,2. Da darf man ihm gar nicht böse sein, das darf man nicht verübeln. Ein Freund, ein Mannschaftskollege, hier schwer verletzt. Der Kärntner, korrigiere kurz, er war schon einmal in Gröden, da war er 45. Im Moment ist das eher eine Sicherheitsfahrt für ihn. Ja, das, du kannst nicht mal viel sagen von der Linie her und so. Allerdings die Unsicherheit, die sieht man, die spürt man förmlich selbst am Bildschirm. Das ist nachvollziehbar. Ja. Wichtig, Erfahrung sammeln, ankommen, nach unten fahren. Jetzt die Ausfahrt, noch eine Kurve vorbei an der Schicksalskurve, eben von Florian Scheiber. Und dann schießt er jetzt gerade nach unten. Jetzt sieht man ihn auch schön hier von unserer Kabine aus. Man sieht die Steilheit gar nicht so richtig am Fernseher, weil hier unten wäre mal spannend, noch die Geschwindigkeit hier unten zu wissen. 24. Das wird eng werden mit Punkten heute. Denn nur für die Top 30 gibt es Punkte und ich denke mal, Urs, da unten reden wir schon von 130, 135. Ja, bin ich überzeugt. Ja. Man macht das heute auch bewusst so, die Geschwindigkeitsmessung oben eigentlich im Hang, da schon 120 und da geht es mächtig nur noch gerade runter. Also das dürfte, nach mir ist das weit über 130 Stundenkilometer zum Ziel hin. Man macht das jetzt aber auch bewusst, dass man die Geschwindigkeit nicht überbewertet, weil man möchte keinen Geschwindigkeitsrausch hier generieren, sondern man möchte immer noch Sport übertragen. Und natürlich weiß man, wo die schnellsten Strecken im Weltcup sind, aber so richtig rausgekehrt muss das ja auch nicht wirklich gekehrt werden, weil es geht beim Skifahren um was anderes als hier Topgeschwindigkeit. Es geht um die optimale Linie und die Routine dafür, die hat natürlich ein Klaus Kröll, weil der ist ja seit Ewigkeiten hier unterwegs. Hat Ewigkeiten unterwegs und trotzdem etwas zu langsam im oberen Teil, 1,28, nächste Zwischenzeit, Wäuser 1,98, das ist definitiv viel. Überhaupt denke ich, er kann nicht zufrieden sein mit dem Start der Saison, mit seinen Resultaten. Nein, also gerade ein Klaus Kröll, der ja wirklich Topfahrer ist, ja, der zu den Topfahrern zählen muss, 13., 14. Platz, das ist nicht das, was er will und heute wird es das auch nicht werden. Es wird eher in den Bereich 20 gehen bei Klaus Kröll. Top 15 sage ich immer, das ist okay, aber einer wie ein Klaus Kröll, der hat andere Ansprüche auch an sich selber, an seine Resultate, das ist nachvollziehbar. Und da hoffen wir für ihn, dass er da möglichst schnell dann etwas weiter nach vorne kommt. Mal gerade in großen Teams wie in Österreich, bist du als 13., 14., ja gut, jetzt heute sind die Österreicher leider nicht so gut, aber da bist du nicht vorne dabei. Man kann auch schauen, ob du bei der WM dabei bist. Thema WM, Beat Feuz und Patrick Küng nochmal ein halbes Ticket gelöst mit dem 8. und 9. Platz. Beat Feuz war auch einmal vorne, der hat war Zweiter, war eh schon Zweiter, der hatte das für Patrick Küng wichtig, der hat damit das Ticket, er wird in den ersten 15 bleiben, WM-Ticket auch definitiv, das ist die gute Nachricht von heute. So,
Gespannt dürfen wir jetzt noch sein auf Marco Sullivan. Marco Sullivan hat uns in Lake Louise mit dem 5. Platz gezeigt, dass er ein hervorragender Gleiter ist. Und das braucht man nun mal oben in den ersten 40 Sekunden. Da wird jetzt tatsächlich wieder viel entschieden. Und das ist so schade bei Gröden. Das ist so ein Klassiker, das ist so ein Knaller. Aber die Entscheidung fällt einfach immer oben in diesem Gleitstück, was wir überhaupt nicht beurteilen können. Und 2,55, ja, vergiss es. Vergiss es, du sagst das richtig. Und es gehört halt einfach auch dazu, auf einer richtigen Abfahrt hat es halt auch ein Gleiterstück drin. Das muss man auch können, man muss das Material entsprechend abstimmen, man muss die Hockeyposition, Körperposition auch hinkriegen. Ist für uns am Fernseher jeweils relativ schwierig, dann auch zu interpretieren und nachzuvollziehen, wo man dann entsprechend so viel Zeit wie Sullivan hier verliert. Ja, also bei 3,36, da kann man sagen, da war definitiv oben auch vom Material ein bisschen der Wurm drinnen, das hat nicht so funktioniert, wie das hat sein sollen. Ist aber auch extremst schwer für die Serviceleute. Wir wollen da keinen irgendwie den schwarzen Peter zuschieben, weil oben hast du im Moment Taubedingungen. Ja, es steht die Sonne teilweise drinnen. Dann kommst du jetzt hier in den unteren Teil, wo es blankes Eis ist. Was willst du da machen? Das sagst du genau richtig. Und man muss immer noch sehen, und zum Schluss muss der Läufer dann auch noch gut am Ski draufstehen. Sullivan heute, auch wenn wir jetzt das Latten anschauen und so, ist, hat nicht seinen besten Tag gezogen. Nein. Vielleicht dann morgen im Super-G, der auch um 12 Uhr bei uns auf Sendung geht. Beste Sendezeit, also genau zur Mittagspause am Samstag kann man sich dann dieses Rennen geben. Hoffentlich, weil laut Vorhersage, ja, hätte es eigentlich jetzt schon regnen sollen, aber ich hatte hier auch mit so ein paar von den Organisatoren gesprochen, die haben gesagt, laut Vorhersage, die sie im August hatten, haben die ganzen Bergbauern gesagt, das wird der stärkste und schlimmste und schneereichste Winter der letzten 50 Jahre. Also, ich sage Glücksspiel mit Karten in der Öffentlichkeit. Das ist so wie bei uns in der Schweiz, da gibt es ein wirklich berühmtes, berüchtigtes Murtertal, da sind auch die Wetterfrosche, die setzen sich dann in einen Ameisenhaufen und sagen das Wetter über die nächsten 12 Monate voraus. Naja, das ist immer wissenschaftlich so etwas kritisch, ob man daran glauben soll oder nicht, aber spannend ist es trotzdem. Ameisenhaufen. Ja, 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 da gibt es dann sogar Fernsehsendungen und Werbungen, wo sich da der eine Wetterfrosch, wie die heißen, in diesen Ameisenhaufen reinsetzen und je nachdem wahrscheinlich, wie viele Ameisen ihn beißen und stechen, entwickelt sich dann das Wetter. Und da kann man jetzt die Schlüsse selber draus ziehen. Okay, alles klar. Wer es braucht, dem hilft's. Brice Bouger unter ferner Liefen. Nicht in dem Bereich, wie seine Teamkollegen. Guillaume Fayette kratzte am Podium mit dem 4. Platz. Johann Clary mit dem 5. Platz. Toll dabei. Ja, Franzosen machen Spaß anzuschauen. Und wie gesagt, es ist nicht nur Clary und Theo, sondern Fayette definitiv. Und ich höre gerade aufgrund der Unterbrechung, die es gegeben hat, aufgrund des Helikoptereinsatzes, bleibt uns leider nicht die Zeit, lange drauf zu bleiben. Also wir werden nach Didi De Faro uns hier verabschieden. Wenn Sie noch wissen wollen, wie die ganzen anderen Favoriten, wie die Young Guns, ein Ralf Weber ist tatsächlich zu nennen. Wir dürfen einen Mauro Kawiesel nicht unterschätzen. Wir dürfen selbstverständlich Tobi Stechert und Sepp Ferstl nicht unterschätzen, die phänomenal im Training gefahren sind. Ein Stechert Dritter gewesen im Training. Dann kommt da noch ein Martin Kelter, dann kommt da noch ein Morgan Friday. Also das sind schon noch Namen, die einiges hier durcheinander wirbeln können. Das werden wir im Internet weiter verfolgen. Im Internet auf eurosport.de gibt es einen Ticker. Außerdem gibt es die Möglichkeit, auf eurosportplayer.com zu gehen. eurosportplayer.com, da laufen dann, ja, die Bilder bis zum letzten Fahrer, zwar in dem Fall dann unkommentiert, aber man sieht zumindest, was da noch passiert. Und wir werden dann morgen um 12 Uhr wieder dabei sein und dann auch noch mal ein paar Worte dazu verlieren, was hier noch mit dem restlichen Rennen passiert ist. Didi De Faro, der Letzte, der unterwegs ist, mal wieder unter 1,5 Sekunden. 1,2 Sekunden, naja, Mittelding drin. Beaverkrieg im Super-G war er sehr gut unterwegs, bis er dann einen riesen Fehler gemacht hat, trotzdem noch ansprechendes Resultat dahin gekriegt hat. Das heißt, er ist in Form. Gröden hatte auch schon einen Super-G gewonnen vor einigen Jahren, 1,68. Auch das ist mittelprächtig, der Sprung ist sehr schön, sehr weit. Ah, das kann er, das ist kein Problem für ihn. Also, Top 15 wäre noch drin. Im Moment war er 17. und 16. in den Sektoren.
1,68. Arbeitet sich jetzt auf den 15. Platz vor. Und das ist doch jetzt genau die Passage, wo ein Didi De Faro nochmal aufstocken kann. Ist er gut gefahren. Ist sehr gut gefahren. Nicht alles optimal erwischt, aber doch sehr beachtlich gefahren. Ja, genau. Da holt er sogar auf. Gut gefahren. Auch hier, das passt. Da kann er sich noch unter die ersten 10 sogar vorarbeiten, wenn die Ski hier unten gut sind. Die Position möglichst nicht aufmachen. Gut, durchgezogen. Und jetzt möglichst klein machen, möglichst den Sprung wegschlucken und unten bleibt über. Toll, toll. Also 17, 15, 11, 10 zeigt ganz klar, wie er sich nach vorne gearbeitet hat durch die Sektoren. Gratulation an Didi De Faro, der damit auch sich in Richtung WM umführt. Ja, ist gut. Ansprechendes Resultat. Das sind die Besten hier mit Jansrud 2, mit Paris 3 und Naiman wird das Rennen gewinnen. Das ist also der Stand der Dinge nach 30 Fahrern. 32 sind insgesamt noch oben. Wir sind mit einem Aura jetzt schon mal im Picture-in-Picture, wie wir sagen, in Engelberg dabei. Damit geht es jetzt gleich weiter. Selbstverständlich mit der Thiele, der das Ganze kommentieren wird. Also wir sagen tschüss, bis morgen. Wieder 12 Uhr, dann heißt Super-G. Und viel Spaß heute noch. Bis morgen.